Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. So, von weg erstmal, in dem Video werde voraussichtlich zum Großteil nur ich zu sehen sein, also wer damit ein Problem hat, bitte abschalten. Nee, Spaß, also es geht darum, dass sich Hanna zum Geburtstag, der jetzt in einer Woche ungefähr ist, ein Schmuckkästchen gewünscht hat oder irgendwas, wo sie ihren Schmuck halt drin lagern kann, sage ich jetzt mal. Und dazu habe ich ein Video, ich habe ein Video bei YouTube gesehen, wo jemand, das kann ich ja verlinken, das Video, wo jemand aus einem Benzinkanister, bitte allgemein Kraftstoffkanister aus Blech, eine schöne Vitrine gebaut hat. Er hat das eben für, ich glaube Schnapsflaschen, Gläser und Dosen, also so kleine Getränkedosen gemacht, und ich dachte, so an sich kann man das ja, kann man da ja alles Mögliche reintun, also man muss ja das nicht, das Innenleben für Dosen bzw. Flaschen und Gläser machen, sondern man kann ja auch Schmuckbehältnisse da einfach reinmachen. Und da habe ich ja das eben gezeigt, das Video mit eben dem, was der, ich glaube, es war ein Russe, was er da so gebaut hat. Sie fand das an sich ganz cool, die Idee, weil ich musste ja schon vorher fragen, ob das an sich okay ist, weil ich das dann fertig mache und dann sagt sie, nee, das gefällt mir so vom Stil überhaupt nicht, sondern so ein Kanister oder keine Ahnung. Und auf jeden Fall habe ich dann damit angefangen, nachdem sie gesagt hat, das ist okay, also das Innenleben wird sie erst zu ihrem Geburtstag sehen und wie ich das genau umgesetzt habe, aber so, dass es ein Kanister wird, das weiß sie. Und das finde ich aber auch nicht schlimm. So, ihr wundert euch jetzt bestimmt, dass ich erzähle, aber da ich das Geschenk ja schon erhalten habe, kann ich auch das Video schneiden. Und hier seht ihr einfach nochmal so drei Bilder von, bevor Philipp angefangen hat zu filmen. Die habe ich sogar gemacht, weil ich ihm irgendwie dabei geholfen hatte, auf jeden Fall diesen Kanister aufzusägen. Ich glaube, ich habe so Verlängerungsschnüre aus dem Fenster raushängen lassen, damit er dann unten seinen Strom hatte im Hof. Ja, genau, also das ist das, was wir von dem Prozess, bevor das Video angefangen wurde zu drehen, auf jeden Fall noch haben. Also und alles dazwischen wird er jetzt bestimmt noch erklären, was er bis jetzt schon gemacht hat. Sag mal, echt unsere Waschmaschine eigentlich? Oder ist das die von oben drüber oder unten drunter? Ne, unsere ist fertig. Na gut, dann kann ich dir ja nachher ausreden. Toll. Wobei war ich? Ja, ich habe dummerweise nicht mehr angefilmt. Deswegen gibt es einen kleinen Zwischenstand und wenn ich jetzt ein bisschen weitermache, werde ich auch noch mitfilmen. Mein Akku ist auch bald leer, das ist ein bisschen schlecht. Na egal. Auf jeden Fall ist mir die Idee auch erst später gekommen, dass ich da vielleicht ein Video draus machen könnte. Auf jeden Fall drehe ich jetzt mal die Kamera um. Und ihr seht mal, wie weit ich bis jetzt bin. So, also das ist der Kanister. Den habe ich bei eBay bestellt. Für, ich glaube, knapp 20 Euro oder so. Ist neu, also nicht benutzt, weil ich wollte jetzt keinen, der vielleicht schon rostig ist oder Dellen und Kratzer hat. Oder allgemein auch nach Benzin stinkt. Gut, was Gestank angeht, war der jetzt auch nicht besser. Der hat nach Alkohol gestunken, weil er einfach da wahrscheinlich eine alkoholbasierte Farbe oder Lack drin war oder drin ist, weil er ist innen drin rot lackiert. Und ja, kein Kommentar zu dem, wie es hier aussieht. Es wird besser, wenn ich fertig bin. Auf jeden Fall kann ich euch das theoretisch alles verlinken, was ich dazu bestellt habe. Und zwar, wie gesagt, den Kanister bei eBay, das Scharnier, nee, nicht Scharnier, diesen Verschluss hier vorne. Den habe ich von Wish bestellt. Da muss ich dazu sagen, das waren zwei solche Dinge, also zwei solche und zwei solche Teile. Da müssten theoretisch ja hier 2, 4, 5, 6 Schrauben pro Verschluss sein, also insgesamt 12 Schrauben mitgeliefert worden sein. Ich habe nicht eine einzige bekommen. Also damit müsst ihr rechnen, aber ich werde wahrscheinlich oder vielleicht eh nochmal andere verwenden, weil das eigentlich Holzschrauben sind und Kanister ja nun mal nicht aus Holz sind.
Genau, dann habe ich hier hinten solche Scharniere bestellt, auch von Wisch. Das sind jetzt andere Schrauben, die waren nicht dabei. Da waren auch, das waren 10 Scharniere. A4 Schrauben, macht ungefähr 40 Schrauben. Ich habe, ich glaube 12 habe ich bekommen. Ja, genau, das ist also auch nicht so komplett vollständig gewesen. Aber da habe ich mir jetzt eh noch andere Schrauben gekauft, einfach weil, ja, weil ich Muttern brauchte, die auf die Schrauben passen. Und das ist bei Holzschrauben so immer so eine Sache. Auf jeden Fall, ja, habe ich mir hier aus Kupferrohren so ein Gestell gebaut. Da können dann zum Beispiel Armbänder drum. So ist der Plan. Ja, da habe ich hier eben noch so ein Scharnier verwendet. Wie gesagt, Scharniere verlinke ich euch. Achso, das hier habe ich auch noch von Wisch bestellt, diesen Griff. Vielleicht 6 Griffe oder so, A2 Schrauben, also 12 Schrauben. Und die waren auch wirklich alle dabei. Also, das war ganz okay. Diesen Gummi hier, oder diese, ne, das ist eine Art Dichtung, beziehungsweise Kantenschoner, beziehungsweise, weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall ist das Zeug echt cool. Das sind 3 Meter gewesen, 4 Meter. Ich weiß nicht. Und 6 Meter? Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Ich verlinke es auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall so ein Metallprofil drin. Und das legt man hier um die Ecken, das Zeug. Dann drückt man mit der Zange fest und dann hält das. Also es hält wirklich bombenfest. Hier habe ich es jetzt zum Beispiel nicht festgedrückt. Da hält es nicht ganz so gut. Aber hier habe ich festgedrückt, da kriegt man das kaum wieder runter. Ja, genau, wie gesagt, das hier ist dieser Lack. Ja, der ist beim Aufflexen ein bisschen geschmolzen. Achso, ja, falls ihr euch fragt, wie ich das Loch hier reinbekommen habe. Einerseits, ich verlinke das Video, was ich da gesehen habe, da drin seht ihr es. Und logischerweise, ich habe es einfach aufgeflext. Und da sieht man auch hier noch so eine Kante. Und hier, weil da konnte ich ja den Gummi nicht drum machen, weil ja nun mal das Scharnier dahin kam und die Schrauben dahin kommen. Genau, dann habe ich hier eine kleine Kiste gebaut aus Holz. Einfach ein Stück Europalette, was wir noch übrig hatten. Hier drin, das ist so ein, wie eine Art Kissen, sage ich jetzt mal. Da habe ich Styropor von so einer kleinen Styroporkiste klein gebröselt mit dem Messer. Und dann diese ganzen kleinen Krümel hier. Also ich habe so eine Grundfläche aus Pappe zurechtgeschnitten, Stoff zurechtgeschnitten, mit Heißkleber außen dran festgemacht, eine Seite offen gelassen und dann das ganze Styroporzeug da reingekrümelt. Und dann eben die letzte Kante noch verschlossen. Genau, und das soll eigentlich wahrscheinlich überall innen drin sein, diese Kissen. Ich habe auch schon einen Großteil, oder ja, doch eigentlich einen Großteil fertig. Der ist zum Beispiel für die linke Wand hier. Das wird für hier oben, wo das Loch ist, was dann auch noch eine Verwendung bekommt. Das ist oben rechts. Oben rechts? Ach ja, hier kommt das ran. Das ist oben rechts 2, das kommt hier oben in die Ecke. Und das ist oben Mitte, also hier. Muss ich mal noch schauen, ob ich da noch irgendwie was anderes an die Decke ranmache. Also keine Ahnung, irgendwelche Haken, wo man was aufhängen kann. Oder. Das habe ich mir noch nicht so ganz überlegt. Dann habe ich mir, ja wie gesagt, ein Baumarkt Kupferrohr gekauft. Zum Beispiel hierfür. Da kommen, wie gesagt, Armbänder dran oder Uhren. Okay, wobei es für Uhren fast ein bisschen zu groß ist, der Abstand, denke ich mal. Ich glaube, das sind 12 mm gewesen. Dann habe ich noch ein relativ großes, knapp 2 Meter oder 2,50 rumliegen mit 15 mm ja, Durchmesser. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das verwende. Und das ist ein 28, das war das größte, was es gab. Und das kommt, also eigentlich bräuchte ich mindestens 30 hier
für das Loch, aber ich hatte keine Zeit und eigentlich keine Lust, mir da was zu bestellen. Und ehe das dann ankommt, eigentlich soll das da hier drin festgemacht werden. So dass man da einfach was reinschmeißen kann, was dann in der Kiste landet. Irgendwelcher Kleinkram. Einzelne Ohrringe. Dann werde ich mir jetzt wahrscheinlich heute noch so ein paar kleine Neodym-Magnete bestellen. Also ich kann nicht in die Kamera reden. Akku hält noch, ja. Neodym-Magnete bestellen und damit die dann an die Kissen unten rankleben. Dass man die, wenn man sie nicht möchte, auch einfach abmachen kann. Also dass die wirklich nur mit Magneten um rangemacht werden oder unten, wie auch immer, ist egal. Und wieder abgemacht werden können, wenn man, weiß ich nicht mal, diesen Kanister für was anderes verwendet oder gerade keine Lust auf die Kissen hat, das vom Stil nicht passt oder ihr das allgemein nicht so gefällt. Wie gesagt, das muss auf jeden Fall mit Magneten festgemacht werden, damit man es wieder rausnehmen kann. Zum Beispiel zum Ausleeren, wenn man da ganz viel Zeug reingeschmissen hat und dann einfach ausschütten und einsortieren. Zum Beispiel auch, wenn man wirklich keine Lust hat, irgendwie gerade was einzusortieren und Zeitdruck hat, keine Ahnung, was weiß ich, Kette ab, reinschmeißen, landet drin, fertig. Dann habe ich vor, da gab es gestern im Baumarkt, wo ist es denn hier? Eigentlich ist das Schweißdraht, wie heißt das Zeug genau? Autogen-Schweißdraht. Ja, den kann man bestimmt schön verwenden, um was zu dekorieren oder mal einen Haken zu basteln oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich werde eine Verwendung für finden. An sich sollte es eigentlich so ein bisschen durch das Kupfer Industrial-Stil, Steampunk-mäßig werden, aber ich glaube, das ist bis jetzt noch nicht so ganz erkennbar. Und ich weiß ja auch nicht, ob das was wird. Na, mal gucken. Ja, ich habe mir auch zum Beispiel überlegt, einen wie so eine Art Baum aus Kupferrohren zu machen. Also jetzt nicht so, wie man sich einen Baum vorstellt, einfach so eine Stange, die nach oben geht und dann oben ein bisschen was weg, also wie Äste, die weggehen, wo man dann dran was aufhängen kann, der sich dann vielleicht dreht, wenn man die Tür aufmacht, dass es irgendwie verbunden ist. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich habe auch hier irgendwo hochwissenschaftliche Zeichnungen dazu rumliegen. Und zwar ungefähr so. Keine Ahnung, ob das irgendwie was wird, wie ich mir das vorstelle, aber wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall würde ich auch diesen Baum dann eben, also einerseits sollte der für Ketten wahrscheinlich werden. Auf jeden Fall werdet ihr wahrscheinlich dabei sein, wenn sie das geschenkt bekommt und sozusagen das erste Mal aufmacht. Also ich bastel gerade weiter. Dann muss ich gerade ins Schlafzimmer gehen, damit ich das Video machen kann, weil ich weiß es ja eigentlich nicht. Auf jeden Fall habe ich ja erst vorgehabt, ich habe mir so hoch bei eBay so Neodym-Magnete bestellt. Und habe dann versucht, die unten an diese Verkleidungsdinger ranzukleben, um die dann damit festzumachen. Das hat aber nicht wirklich funktioniert, weil weiß ich nicht, es hat nie so richtig geklebt und dann sind die Magnete abgegangen. Dann habe ich versucht, die da wie noch eine Schicht Kleber drüber zu machen, dass die eben nicht mehr abgehen können. Danach haben sie nicht mehr so gut magnetisiert, also haben sie nicht mehr so gut gehalten am Metall. Ja, sei es drum. Auf jeden Fall habe ich jetzt angefangen, die fest, also richtig komplett zu einzukleben, diese Verkleidungsdinger. Ich überlege, ob ich vielleicht den unteren rechten austauschbar mache, dass man da auch noch was anderes ran machen könnte, als oder anstatt dieser von dieser Verkleidung, dass man da noch, keine Ahnung, mir schwebt ja vor so eine Art Baum, habe ich ja schon gesagt, glaube ich, der sich so dreht, wenn die Tür aufmacht, und dass ich den dann noch mal reinmachen könnte zum Beispiel. Aber ja, jawohl. Erstmal wäre ich froh, wenn ich es überhaupt irgendwann fertig bekomme. So, heute ist der 6. Also habe ich noch einen ganzen Tag. Wir haben jetzt auch schon wieder Mittag. Oh, sehr aus wie.
Wir haben auch schon wieder Mittag, also schon einen halben Tag, aber zumindest halt bis heute Abend, bis ich ins Bett gehe auf jeden Fall. Oh, das ist bleiben wir bis Mitternacht wach, dass ich ihr dann gratulieren kann. Auf jeden Fall bin ich schon ein ganzes Stück weiter gekommen. Also ich habe... Weiß ich gar nicht. Ich habe... Ich hoffe, man erkennt hier drin ein bisschen was wegen der Dunkelheit. Ich habe... Ich weiß nicht, ob ich den gestern schon hatte. Ich glaube nicht. Hier einen Magnethaken. Und hier noch einen Magnethaken. Der ist nicht ganz so fest, weil der halt nur einen Magnet hat. Der hier hat zwei dran. Ja. Das ist alles noch ein bisschen dreckig. Ich muss mit Staubwischen drin, bevor ich sie hier schenke. Auf jeden Fall dieser Armbandhalter. Da hier kommt aber noch die Verkleidung theoretisch ran. So ist der Plan. Und hier muss noch eine Verkleidung ran, hier muss noch eine ran, aber die liegt schon drüben. Die für hinten, da weiß ich noch nicht, ob ich die ranmache oder nicht. Von der Form würde die auch für die Tür passen, also könnte ich die auch für die Tür verwenden. Muss ich mal sehen. Ja, wie gesagt, hier müsste eine ran. Ne, hier nicht. Na doch, vielleicht. Na, weiß ich nicht. Mal gucken. Also hier eventuell oder vielleicht auch nicht. Hier müsste eine ran. Hier und hier. Und hier oben mittig. Die mittig habe ich. Die werde ich auch danach gleich ranmachen. Aber auf jeden Fall nicht mit Magnet, so wie ich es erst vorhatte, weil das hält irgendwie nicht so, wie es soll. Ja, auf jeden Fall habe ich dann das hier gestern noch fertig gemacht. Einfach so ein Fuß mit... Das können wir hier abmachen. Mit einem Kugellager. Das habe ich aus einem Fidget Spinner genommen. Kugellager habe ich rausgenommen und dieser eine Deckel da. Und das ist einfach so ein... Ah ja, ein Magnet habe ich auch noch reingemacht, damit es hält. Das hatte ich gestern schon ohne Magnet fertig. Ja, dann habe ich... soweit war es eigentlich gestern schon, bis auf dieses Holzzahnrad-Ding. Auf jeden Fall habe ich dann noch drüben liegen. Aber ich bin jetzt übrigens im Schlafzimmer, weil sie drüben Uni-Zeug macht. Und drüben habe ich noch so eine Zahnstange liegen. Die könnte ich, oder kann ich hier, oder werde ich dann irgendwie hier festmachen. Sodass die beim Türöffnen dann diesen Baum oder wie auch immer dreht. Das habe ich ja, glaube ich, am Anfang schon mal erzählt. Auf jeden Fall ist es irgendwie schief, ich weiß nicht warum. Also eigentlich ist es gerade abgeschnitten, dieses Kupferrohr. Und auch gerade drauf geklebt, aber irgendwie scheinbar auch nicht. Wer weiß. Auf jeden Fall werde ich vielleicht noch 1, 2, 3 Haken machen, keine Ahnung. Und, achso, das Rohr muss hier drin noch festgemacht werden. Genau. Ja, auf jeden Fall ist das hier so relativ frei platzierbar. Also zumindest auf dieser Kante, beziehungsweise eigentlich könnte man es auch dahinter setzen, wenn man möchte. Also macht eigentlich, macht eigentlich keinen Unterschied. Das wollte ich noch sagen, ich kann ja hier gar keine Verkleidung ranmachen, weil sonst funktionieren die Magnete nicht mehr. Zumindest nicht, wenn ich so eine mit Styroporfüllung mache. Bei einfach nur ein Stück Stoff könnte es gehen, aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob das dann so richtig gut geht dadurch. Ich wette mit dir, ich habe jetzt eh irgendwas vergessen. Alles, alles, Liebe und Gute zum Geburtstag. Hase. Was denn? Das war böse. Was war böse? Dass du mich gefilmt hast. Ich kann es hinten aufschneiden, aber es hilft mir auch nicht, oder? Doch, es hilft. Doch, mir. Müsste helfen. Jetzt mach ich mal wieder klar aus Licht aus. Das ist ja cool. Ich muss mal hier mal gucken lassen. Wie noch jemanden? Ja, die Kamera. Achso, ich dachte, das ist jetzt live. Klar. Gehört das dann zu dem Hinterteil? Was gehört zum Hinterteil? Das hier zu dem Scharnier. Wie, ob das dazugehört? Na, das vordere zum hinteren. Also ist das, das dasselbe? Vom Stil her ist es, glaube ich, soll es dasselbe sein, ja. Nur die hinteren sind einfach irgendwie ein bisschen kleiner.
Cool. Wie macht man das auch? Ah. Und dann ist dich anspringt. Aber es ist voll cool, dass es so gut hält. Hm. Das ist ja cool, dass sich das bewegt. Das war das, wo ich meinte, die Zeichen hol ich mal. Hast du das von Patterson und Findus? Wieso? Nee. Das ja. Ist da auch? Na, die machen irgendwie jede Maschine, wo sich was bewegt, genauso. Mhm. Nee, hab ich nicht. Du hättest aus den Büchern wahrscheinlich lernen können. Das musst du mir aber erklären. Da ist meine Zeichnung. Hm. So sind auch die Zeichnungen von Petter. Ich habe mir aber nichts abgeguckt. Na, im Endeffekt hier. Ach, das ist auch nochmal bewegt. Wird nicht drum gehen, eine Uhr, aber Armbänder passen drum, habe ich geguckt. Also wird die Uhr nicht drum gehen? Weil es zu groß ist. Ach so. Armbänder passen mit Gummiband drum, halten dann noch schön. Also kannst du hier deine Armbänder platzieren. Ja. Vielleicht nicht alle, wenn ich mir die Menge angucke. Ja. Und auch hauptsächlich die, die längenverstellbar sind, beziehungsweise die, die dehnbar sind. Mhm, hier kannst du Zeug halt dranhängen, wie du lustig bist. Ist also, den kann man auch umsetzen. Kannst du platzieren, wo du möchtest. Kannst auch gern davon noch mehr kriegen. Das ist ja süß. Da kann ich noch mehr basteln. Ebenso der hier. Ah. Das ist halt einfach mal einer mit zwei, der hält nicht so sehr. Straf wie der andere, ja. Weil er halt nur ein Magnet hat, nicht zwei. Cool. Wenn du möchtest, kannst du. Also geht das auch. Guck mal an, hier. Abends fertig. Ausziehen. Ja. Das ist ja cool. Und zum Ausleihen kannst du die auch rausnehmen, auch mit Magneten fest. Also ist nicht ganz. Ah, und die hat das Loch und Boden. Die hat da die Kante wegen der Kante. Und dann hält die darauf sozusagen. Genau. Und das heißt, ansonsten, wenn du das möchtest und das Ganze umdekorieren möchtest, kannst du die auch hin und her platzieren. Ah, ja. Dann logischerweise das Rohr ist halt nur an der einen Stelle. Das ist unten fest. Das ist voll lustig mit dem Magneten. Ja, dann ist halt. Das Rohr kannst du auch. Könntest du abmachen, wenn du sagst, das möchte ich überhaupt nicht nutzen. Ah. Ist auch mit Magnet fest. Da hier oben und bei dem Rohr konnte ich nichts drüber machen an Stoff. Zwecks der schönen Optik, weil es dann sonst gerutscht wäre auf dem Metall. Alles gut. Das hätte nicht gehalten. Was ist das hier? Das ist einfach nur Verkleidung. Okay. So zum Dings. Das ist halt hier oben auch dran. Hier und hier. Das ist auch nur ein Haken, wo du was ranhängen kannst irgendwie. Das ist ja, falls du zum Beispiel einen Ring mit dich ausstellen möchtest oder einen. Einen großen Klunker-Diamanten am Stück. Naja. Ja. Sehr groß darf er nicht sein. Ja. Und hier hinten, es geht, wenn du nicht sehr dran wackelst, kannst du eine Uhr hier hinten ranhängen. An das Ding. Das kannst heißt, du auch nicht abmachen. Sehr wackelst. Ach, weil es mit Magnet ist. Ja, und eine schwere Uhr geht, also wenn du es an der Decke machst, an der Tür geht es nicht, da klappt es dir ja. Ab, weil es einfach zu schwer ist, eine Uhr. Und wenn, du dann, ist nicht voll auf, cool. Wenn du dann nicht auf den Kanister drauf haust. Kannst du es abmachen, damit ich mal gucken kann? Ja. Dann, das sieht so cool aus, so coole Bogen. Und das zu verbiegen schaffst du nicht, also das ist stabil. Hm. Brauchst du keine Angst. Aber wie gesagt, das ist halt nur mit Magneten oben fest, damit du es umplatzieren könntest, wenn du möchtest. Genau. Ah, hier ist auch noch Platz. Genau. Ja, und wenn du willst, das ganze Ding, inklusive dem, kannst du auch abmachen und rausmachen, wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest was Großes hier reinstellen. Und das hier ist zum Ranhängen. Da kannst du auch irgendwie was ranhängen, vielleicht Ketten oder so. Da kann ich dir auch, wenn du sagst, du brauchst es, oben noch einen ranmachen, einen so einen Haken. Ah. Weil wie gesagt, das kann man ja alles rausnehmen, auseinandernehmen. Das ist voll cool. Ja. Danke, Hasi. Ich finde das voll cool, dass du so 1000 Ideen hast, so, weißt du, so viele verschiedene. So, keine Ahnung.
Also ich glaube, ich habe erstmal so von allem etwas. Mhm.